Schneider für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Was haben eigentlich die Unternehmen Daimler-Benz, E.ON und Edeka gemeinsam? Sie sind alle schon mal in den Genuss einer Ministererlaubnis gekommen. Daimler-Benz durfte sich im Jahr 1989 mit der MBB, einem Luft- und Raumfahrtunternehmen, zusammenschließen. Das Unternehmen E.ON konnte im Jahr 2002 mit der Ruhrgas fusionieren. Und schließlich hat der Wirtschaftsminister in diesem Jahr entschieden, dass der Handelskonzern Edeka das Unternehmen Kaisers-Tengelmann unternehmen darf. Über dieses aktuelle Fusionsverfahren haben wir im Wirtschaftsausschuss und in mittlerweile einigen Sitzungen hier in diesem Haus gesprochen. Ich habe wiederholt in der Diskussion auf die Risiken hingewiesen, die mit dieser Entscheidung einhergehen. Aus meiner Sicht sind noch nicht alle Fragen gelöst, und einige sind ja gerade auch schon mal angesprochen worden. Reicht das Arbeitsplatzargument aus als alleinige Begründung, um erhebliche Wettbewerbsbeschränkungen aufzuwiegen? Ist es sinnvoll, eine solche Erlaubnis vom Wohlwollen Dritter abhängig zu machen, von den Gewerkschaften? Werden durch die Bedingungen wirklich alle Arbeitsplätze bei Kaisers-Tengelmann gesichert? Oder wird Edeka nicht eigene Arbeitnehmer bei sich entlassen, um die Übernahme möglichst effizient zu gestalten? Diese Fragen müssen noch beantwortet werden. Und da warten wir noch auf die Entwicklung, die sich in diesen Wochen erst ganz langsam zeigt. Generell nehme ich jedenfalls aus diesem Verfahren erstmal mit, das Instrument der Ministererlaubnis scheint reformbedürftig zu sein. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ist die Aufmerksamkeit, die Sie dieser Regelung zuteil werden lassen, verdient, auch wenn ich Ihren Lösungsvorschlag nicht teile an der Stelle. Das Ministererlaubnisverfahren ist seit seiner Einführung im Jahr 1973 umstritten. Die Ministererlaubnis ist im deutschen Kartellrecht ein Ausnahmeinstrument. Es gibt sie beispielsweise im europäischen Kartellrecht nicht. Der Bundeswirtschaftsminister kann durch seine Ministererlaubnis sich über eine ablehnende Entscheidung des Bundeskartellamtes hinwegsetzen und eine Fusion zweier Unternehmen aufgrund von Vorteilen für das Allgemeinwohl erlauben. Doch was sind diese Gründe für das Allgemeinwohl? In den 22 Ministererlaubnisverfahren, die seit Einführung des Instruments durchgeführt worden sind, haben sich verschiedene Fallgruppen herausgebildet. So hat der Bundeswirtschaftsminister im Fall von Daimler MBB eine Ministererlaubnis zur Verbesserung der Privatisierungsmöglichkeiten und aus Gründen des Subventionsabbaus erteilt. Außerdem spielt in dem Verfahren die Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit eine Rolle. Auch das hat im Verfahren E.ON und Ruhrgas eine Rolle gespielt. Und schließlich im Verfahren Edeka Kaisers-Tengelmann war der ausschlaggebende Grund die Arbeitsplatzsicherung. Neu daran war und ist, dass das Argument der Arbeitsplatzsicherung bisher nicht bei einer Entscheidung als einziger Ausnahmegrund angesehen worden ist. Und das Risiko liegt darin, dass dies eine politische Entscheidung ist. Und das soll heißen, die Frage, was als Allgemeinwohl angesehen wird, haben verschiedene Wirtschaftsminister in den letzten Jahren natürlich völlig verschieden beantwortet. Und das ist das Problem daran. Die Entscheidung des Wirtschaftsministers hat einen zu großen Abstand zu den wettbewerbsrechtlichen Verbotsmerkmalen im Laufe der Jahre bekommen. Und Sie, liebe Grüne, schlagen jetzt in Ihrem Antrag zur Begrenzung dieser Unabhängigkeit ein aufschiebendes Veto des Deutschen Bundestages vor. Wenn der Bundeswirtschaftsminister von einem solchen Veto abweichen wollte oder will, dann soll dies nur mit Zustimmung der Bundesregierung möglich sein. Ich halte den Vorschlag nicht für zielführend. Denn die Entscheidung über eine Ministererlaubnis bedarf umfangreicher wettbewerbsrechtlicher Ermittlungen, ausführlicher Informationen, die eingeholt werden müssen, und einer zeitaufwendigen Analyse dieses Sachverhalts. Meine Damen und Herren, eine solche Möglichkeit der Ermittlungs- und Analysetätigkeit hat unser Parlament nicht. Bei Ihrer Argumentation, dass das Parlament die Allgemeinwohlgründe ja am besten bestimmen könne, verkennen Sie, dass es eigentlich wirtschaftspolitische Gründe sind.
Maßgeblich für die Entscheidung über eine Ministererlaubnis ist nicht nur die Beurteilung der Gemeinwohlargumente, sondern vielmehr die Abwägung mit den Wettbewerbswirkungen des Zusammenschlusses. Dabei sind entsprechende Merkmale der Marktmacht zu untersuchen, und sie sind festzustellen und sie sind hinterher auch wieder zu überprüfen. Daher glaube ich nicht, dass ein Veto in einem solchen Verfahren die Entscheidung zu einer besseren machen würde, auch nicht dadurch, dass der Rest der Bundesregierung darin einbeziehen wird. Entscheidungsfindungen in dieser Form halte ich nicht für sinnvoll. Sie würden im Zweifel nur die Entscheidung auf eine andere Ebene legen. Wir wollen nicht, dass das Parlament exekutives Handeln vornimmt. Das ist Aufgabe der Regierung, die hier zu meiner rechten Seite sitzt. Und unsere Verfassung sagt, meine Damen und Herren, wir dürfen das auch gar nicht. Aufgabe der Monopolkommission in einem Ministerverfahren ist es, ein Gutachten zu erstellen. Das Gutachten erhält neben der Würdigung der vom Bundeskartellamt festgestellten Wettbewerbsbeschränkungen und der Gemeinwohlgründe eine Empfehlung, die es an den Minister ausspricht. Bisher haben die Gutachten der Monopolkommission keine Bindungswirkung. Das verkennt jedoch den Wert der Arbeit, den diese Kommission leistet. Es sind hochkarätige Mitglieder, die volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, sozialpolitische, technologische und wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen mitbringen. Sie sind prädestiniert dafür, den Minister zu beraten, und ihrer Arbeit sollte ein höherer Stellenwert zukommen. Ich halte es für sinnvoll, die Arbeit der Kommission weiter zu stärken, indem der Bundeswirtschaftsminister seine Ministererlaubnis nur im Einvernehmen mit der Monopolkommission treffen sollte. So würde sichergestellt, dass die Expertise der Mitglieder dieses Gremiums auch Gewicht hat. Zudem ersparen wir dem Minister, dass er im Kreuzfeuer der Kritik steht, wenn die Entscheidung nicht so ausgeht, wie sich viele das vielleicht vorgestellt haben. Der Rücktritt des ehemaligen Vorsitzenden der Monopolkommission, Professor Zimmer, spricht Bände, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das zeigt sich auch, dass in dem Gremium der Monopolkommission nicht nur Unmut, sondern auch Unverständnis über diese Entscheidung herrscht. Das ist nachvollziehbar, zumal es nicht das erste Mal gewesen ist, dass ein Bundeswirtschaftsminister so entschieden hat. In den 9 Verfahren, in denen der jeweilige Wirtschaftsminister eine Ministererlaubnis erteilt hat, ist er nur in 3 Verfahren den Empfehlungen der Monopolkommission gefolgt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir können eins feststellen heute. Die Reform der Ministererlaubnis nach vielen Jahrzehnten steht an. Lassen Sie uns die Diskussion darüber in der anstehenden 9. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen führen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. War schon fertig. Dankeschön. Der nächste Redner ist der Kollege Michael Schmidt.